willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es bei mir wieder um einen XXL Beauty-Einkauf, da ich seit dem letzten Video, was irgendwie erst einen Monat zurückliegt, wieder ganz, ganz viele neue Sachen gekauft habe. Also mit viel meine ich wirklich ein Körbchen voll und noch extra. Und da ich weiß, wie oft ich abschweife und ich weiß, wie viele Produkte ich in diesem verdammten Körbchen habe, würde ich sagen, das wäre es für das Intro. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Sachen und vor allem ganz viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, wir fangen einmal mit den Paletten meines Einkaufes an. Die erste Palette habe ich im Rahmen von einem Insta-Sale bei einer lieben Instagram-Bekanntschaft recht billig geschossen, würde ich sagen, da sie in echt noch, was heißt in echt, da sie im Originalpreis noch viel, viel teurer ist. Und zwar handelt es sich um die Lolita-Palette von Marc Jacobs. Die kommt in so einem kleinen Stoffbeutelchen daher, was man hier mit so einem ganz normalen Clip öffnen kann. Die Palette an sich ist wirklich super schön. Also die ist ein bisschen dreckig und staubig. Die ist sehr, sehr länglich, glänzt schwarz und sie ist einfach echt, echt schön. Und ich bin froh, dass ich sie mir gekauft habe, weil sie schon ewig auf meiner Wunschliste stand. Und das, obwohl sie recht nudig ist. So sieht die Palette übrigens von innen aus. Also sehr, sehr viele, wie schon gesagt, nudige, champagnerfarbene, schimmernde Töne. Ich glaube, die schimmernden Töne bzw. die schimmernden, die seidig schimmernden Farben überwiegen auch in dieser Palette. Ja, also wenn ich es mir angucke, ich habe, glaube ich, nur 3 matte Farben und 4 schimmrige Farben. Ich weiß nicht, ich kann euch die am besten auch irgendwie alle mal swatchen. Na toll, jetzt habe ich kein Abschminktuch bei mir. Aber so, das wären jetzt 3 von den schimmernden Farben. Also die Pigmentierung, die ist wirklich, wirklich ein absolutes Träumchen. Und ich bin echt froh, dass ich sie mir noch gekauft habe. Bei der nächsten Palette handelt es sich um eine Palette, die viele, viele von euch kennen dürfen, da sie schon recht lange draußen ist, recht lange sehr, sehr beliebt ist. Und ja, bei mir konnte sie jetzt erst im Rahmen einer Rabattaktion vor 2 Wochen einziehen. Und zwar handelt es sich um die Chocolate Bar Palette von Too Faced. Da ich an der Grenze zu Luxemburg und Frankreich wohne, habe ich also 2 Sephoras in relativer Nähe, sprich eine Stunde Autofahrt. Und eine liebe Kollegin von mir, die fährt ab und zu über die Grenze. Oh Gott, das klingt, als ob sie mir irgendwas rüberschmuggeln will. Und auf jeden Fall hatte sie neulich 25% bei Sephora. Und da habe ich mir die Palette statt für, ich glaube, 45 für 33 Euro gekauft. Das heißt, auch hier habe ich nicht den vollen Preis bezahlt, sondern absoluten Schnapperpreis. Also gerade für die Palette wirklich ein absoluter Schnapper. So sieht sie übrigens aus, dürften wie gesagt alle eigentlich mittlerweile kennen. So, und so sieht das gute Stück von innen aus. Ich habe sie bis jetzt auch noch nicht angeswatcht. Also ich habe wirklich mich bis jetzt beherrschen können. Ich habe noch keinen Finger reingetaucht. Ich werde es jetzt auch im Rahmen des Videos nicht machen, weil es gibt so viele Videos hier auf YouTube eben über genau diese Palette. Von daher erfreue ich mich noch ein bisschen an der Unberührtheit der Palette. Und ja, das wäre wie gesagt einmal die Chocolate Bar Palette von Too Faced, die auch wirklich nach Schokolade riecht. Um beim Lidschattenthema zu bleiben, zeige ich euch jetzt noch 2 meiner neuesten Make-Up Geek Lidschatten, die ich bei Beauty Bay bestellt habe. Da mein Anastasia Beverly Hills Brow Pencil wieder leer gegangen ist, musste ich also wieder bestellen. Und ja, wie gesagt, mir fehlten noch 2 Farben für meine zweite 15er Leerpalette. Und jetzt sind 2 15er Paletten voller Make-Up-Geek-Lidschatten und ich brauche immer noch welche. Also meine Wunschliste hat immer noch so 5-6 Töne, die ich unbedingt brauche. 2 zusätzliche konnte ich jetzt Gott sei Dank abarbeiten. Und zwar handelt es sich einmal um Barcelona Beach. Das ist ein, ein Braun. Oh Mann, beste Beschreibung aller Zeiten. Ich swatche es am besten mal. Aber ich glaube, es ist so ein kühleres Braun, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also, ups. Also so sieht der Ton schon mal aus. Also ja, fast schon ein topiges Braun. Auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr seidige Konsistenz. Und na. So, also ein grünstichiges,
topiges Braun, würde ich sagen. Also so sieht er jetzt hier auf dem Finger aus. Da meine zweite Palette eigentlich eher aus den neutralen Tönen bestellt, wollte ich einfach nochmal einen etwas kühleren Braunton haben. Und da der, wie gesagt, noch einen ganz, ganz leichten Grünstich hat, war der eigentlich perfekt, um in die Palette mit aufgenommen zu werden. Beim nächsten Make-up-Geek-Lidschatten handelt es sich ebenfalls um einen Klassiker. Und zwar um den Cherry Coke Lidschatten, den vor allem Niki Tutorials ganz, ganz häufig für ihre Videos verwendet. So sieht er aus. Also ein wunderschönes, rötliches, vielleicht auch eher braunstichiges Rot. Also ein wunderschöner, matter, burgunderfarbener Rotton. So sieht er übrigens aus. Also auch hier wieder eine absolute Top-Pigmentierung. Ein wunderschöner, matter Rotton, den ich definitiv häufiger verwenden werde. Da Beauty Bay mittlerweile auch die Produkte von LA Splash anbietet, kam ich nicht umher, mir einen von den, Lip Couture Waterproof Liquid Lipsticks zu bestellen. Das ist auch die Farbe, die ich momentan auf den Lippen trage. Und zwar ist das Ghoulish. So sieht das gute Stück aus. So, wenn ich ihn jetzt aus der Verpackung bekommen sollte, kann ich euch sagen, dass Ghoulish eigentlich in Richtung Cashmere von Lime Crayon geht. Und ich liebe einfach diese nudigen Grayish-Töne. Ich finde die einfach unglaublich schön, auch wenn man schnell tot damit aussieht. Aber die sind einfach wunderschön, die Töne. Und gerade Ghoulish ist ein wirklicher Traum. Jetzt so in der Kamera und auf den Lippen finde ich, dass der fast ein bisschen rosastichiger wirkt als der Cashmere von Lime Crime. Aber da muss ich noch einmal einfach einen genauen Tragevergleich, einen genauen Farbvergleich machen. Den habe ich jetzt auch gerade gar nicht zur Hand. Aber auf jeden Fall Tragekomfort, es bappt ein bisschen. Also ich habe ja sonst nur die, welche sind denn das? Diese Liquid Lipsticks aus der Tag der Toten LE von LA Splash und die haben so ein metallisches Finish und die sind auf den Lippen komplett glatt. Also die sind wie eine Spiegelschicht auf den Lippen und dieser hier, der bappt so ein bisschen. Also wenn ich die Lippen jetzt aufeinander presse, dann klebt er halt noch so ein bisschen zusammen und das, obwohl ich den vor bestimmt 20 Minuten aufgetragen habe. Aber ansonsten trägt er sich eigentlich echt gut und ich sitze ja nicht den ganzen Tag rum und mache das hier. Jetzt habe ich im Eifer des Gefechtes doch glatt vergessen, euch den Ton noch auf dem Handrücken zu swatchen. Also mache ich das noch schnell. Also der Applikator, wenn man den hier so sieht, der ist auch echt klasse. Also die LA Splash Applikatoren sind neben den Lime Crime Applikatoren eigentlich mit die besten für Liquid Lipsticks. Also wie ich finde, ich komme mit denen einfach am besten klar. So, und hier sieht man dann einmal Ghoulish in Aktion. Also wie gesagt, ein toller, topiger, grayiger Ton. Den nächsten Liquid Lipstick habe ich im Rahmen von einem Facebook-Verkauf ergattert und ich war mir als erstes nicht sicher, ob ich mir den bestellen soll, weil ich schon mal von der Firma einen anderen Liquid Lipstick hatte und mit dem war ich überhaupt nicht zufrieden und ich hatte echt Angst, dass dieser auch wieder so sein wird wie der davor, aber die Farbe konnte mich letzten Endes einfach komplett überzeugen und er musste einfach mit, zumal er auch relativ günstig war. Und zwar handelt es sich um den Dominatrix Liquid Lipstick von Jeffree Star. Und wie gesagt, ich hatte Ho 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 aus der letzten Weihnachts-LE von ihm und mit dem war ich leider absolut gar nicht zufrieden. Also der Applikator, der war so franselig, dass sobald ich ihn aufgetragen habe, ich überall Lippenstift hatte, nur nicht auf meinen Lippen. Also der hat wirklich arg gefranst. Und er trocknete bei mir nicht richtig an. Also ich hatte dauernd das Gefühl, dass meine Lippen noch relativ feucht sind. Und dadurch habe ich auch überall den Liquid Lipstick dagelassen. Also sei es jetzt am Glas, sei es jetzt, wenn ich irgendwo abgebissen hatte, überall hatte ich diesen Liquid Lipstick. Und das hat mich irgendwann so genervt, dass ich ihn wieder verkauft habe. Und von daher hatte ich bei Dominatrix echt Angst, dass der auch so ist. Und wie gesagt, farblich
ist der einfach nur ein absoluter Traum. Also so ein schönes, schokoladiges Braun, welches ich super, super genial finde. So, hier seht ihr übrigens den Applikator, den ich echt furchtbar finde. Also ich kann mit dem partout nicht... Ich komme mit dem nicht zurecht. Also ich finde den so fruselig, franselig, ungenau. Und also was die Applikatoren angeht, finde ich die Jeffree Stars furchtbar. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe ihn wegen der Farbe behalten. Und die Farbe, ach, die ist einfach nur, hier sieht sie jetzt, ach, sie ist genauso deckend, genauso schokoladig wie hier auf dem Swatch. Und oh, die Farbe ist wirklich ein absoluter Traum. Ich habe ihn bis jetzt nur einmal Probe getragen und da hatte ich leider, leider, leider dasselbe Problem. Also er trocknete wirklich partout nicht durch. Ich habe beim auf den Handrücken Kusstest einen dicken, fetten Abdruck hinterlassen und das auch über mehrere Minuten, also mehrere Minuten später hinweg auch noch. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich finde die Farbe so, so schön. Ich werde jetzt einfach noch ein paar Tricks ausprobieren mit, was weiß ich, abpudern, mit vorher irgendwas anderes drunter. Und ich werde sämtliche Tricks aus der Hutkiste zaubern. Sagt man das, aus der Hutkiste zaubern? Naja, ich werde auf jeden Fall mein sämtliches Wissensrepertoire an, wie mache ich meinen Lippenstift haltbarer, rausziehen, weil ich möchte, dass wir beide funktionieren. Die Farbe ist so wunderschön und ich möchte einfach, dass das mit uns klappt. Im Rahmen eines kleinen Gewinnspieles habe ich das wohl coolste Teil seit Wochen gewonnen. Und ja, gewonnen. Und ich freue mich so unglaublich, weil ich nie im Leben gedacht hätte, dass ich das Teil nochmal bekommen sollte. Und zwar handelt es sich um ein Kylie Jenner Lip Kit. Und oh mein Gott, ich war so froh darüber, dass ich dieses Set gewonnen habe, weil mich reizen diese Lip Kits schon seitdem sie eigentlich auf dem Markt sind. Aber A, finde ich dieses ewige, wir stellen nur einen kleinen Teil online, der ist wieder ausverkauft, aber nächste Woche wird wieder aufgefüllt. Dieses ewige Heißmachen und ich kann an einem Sonntag oder an einem Montag oder wann auch immer die restocken, nicht um eins aufstehen, nur um mir einen Lippenstift zu sichern. Das kann ich einfach nicht. Plus sind die Versandkosten irrsinnig hoch und Trier ist relativ spitz, was den Zoll angeht. Und mein Paket wird hundertprozentig da landen und ich kann dann nochmal schön dick drauf zahlen. Und ganz ehrlich, das ist es mir einfach nicht wert. Also ich habe die Farben von vornherein immer nur bewundert und ich fand sie wirklich allesamt super schön und habe mich insgeheim schon von ihnen verabschiedet, weil auf Facebook oder auf was weiß ich, Kleiderkreise werden die ja auch für 50 Euro das Stück gehandelt. Und nee, also da hört die Liebe irgendwann doch auf. Aber dann habe ich gewonnen und oh, ich freue mich einfach total. Und zwar habe ich das Lipstick-Kit, wie heißt es denn jetzt? Candy K gewonnen. Und ja, ihr wisst sicher schon, dumme Frage, die Lip-Kits bestehen aus zwei Teilen. Einmal einem Liquid-Lipstick und einmal dem dazugehörigen Lip-Liner. Die Verpackung finde ich auch, die finde ich auch super cool. Also das sind meine beiden Produkte zusammen. Das Candy K Lip-Kit-Set. Obwohl, eigentlich heißt es nur Lip Kit, oder? Ach, egal. Und ich hatte die beiden Töne auch schon drauf, also die Kombination aus Lip Liner und Liquid Lipstick. Und oh mein Gott, das Tragegefühl bei diesen Lip Kits, es ist einfach der Wahnsinn. Also es fühlt sich an, als hätte man absolut nichts auf den Lippen. Also so sehr ich die Velvetines auch liebe, das staubige Gefühl kann man nicht leugnen. Die Lippen sind trocken wie Sau. Aber mit diesen hier, man fühlt nichts. Die Lippen, die fühlen sich so weich, so gepflegt an. Und das, obwohl man einen verdammten Liquid Lipstick trägt. Also, ich weiß nicht, wie sie das macht, aber sie macht es auf jeden Fall richtig. Und, ach du Scheiße. Mir ist gerade mein... Klasse. Super. Mir ist gerade mein Lip Liner komplett abgebrochen. Gerade als ich ihn swatchen wollte. Und irgendwo hier liegt jetzt die Mine rum. Kleinen Moment. So, das war jetzt ein absoluter Vorführeffekt. Wie gesagt, die kleine Mine habe ich gerade gefunden. Und ich versuche euch damit mal einen Swatch zu malen. Oh Gott, das klappt ja sogar. So, hier unten seht ihr das Lip Kit. Hier ist der Liquid Lipstick. Und hier ist der Lip Liner. Wie gesagt, ein sehr schöner Alltagston, der in Richtung peachiges Rosenholz geht. Und definitiv eine wunderschöne Alltagsfarbe ist.
Das nächste Produkt habe ich ebenfalls im Rahmen von diesem Gewinnspiel gewonnen, da sie mir den noch zusätzlich ins Paket gelegt hat. Und zwar handelt es sich um einen Studded Kiss Lipstick von Kat Von D in der Farbe Wolf's Mouth. So sieht der aus. Gehört wie gesagt zu diesen kleinen Minis. Ist ein wunderschönes, schimmerndes, lilastichiges Rot. Und auch hier gibt es natürlich einen Swatch. Oh ja, das ist eine super schöne, glänzende Farbe. So, hier unten ist er. Wie gesagt, ein sehr schönes, blaustichig, schimmerndes Lila, welches ich definitiv voll und ganz verwenden kann. Im Rahmen eines H&M-Einkaufes durfte auch mein allererster Hololack mit. Und zwar handelt es sich um den Lack von H&M in der Farbe 501. Der hat einen Namen, aber der Name, der steht leider nicht hier irgendwie auf der Flasche drauf. Aber ich versuche mal, ich weiß nicht, ob man den Effekt hinkriegt. Auf jeden Fall ist das ein wunderschöner, multiglitzerner, silberner Hololack. Ich habe ihn leider noch nicht lackiert, aber die Fotos, die ich gesehen habe, oh, die sind einfach so genial. Und da ich noch keinen Hololack besitze, musste dieser hier definitiv auch noch mit. Was natürlich auch nicht fehlen darf in so einem Video, ist mal wieder der Anastasia Beverly Hills Brow Wiz in der Farbe Granite. Ich habe euch den schon so oft in die Kamera gehalten. Ich werde ihn nicht auspacken. Ich denke, ihr kennt mittlerweile alle den Brow Wiz. Ihr wisst, wie er aussieht. Und ich habe die Farbe Granite und bin sehr zufrieden damit. Neben dem Kylie Jenner Lip Kit und dem Kat Von D Lippenstift war übrigens noch ein anderes Produkt in meinem Überraschungspaket. Und zwar ein Pinsel von Zoeva aus der Rose Gold Edition, die ich auch noch nicht habe. Leider hatte ich den 104 Buffer Pinsel schon, aber der andere ist mittlerweile schon verkauft. Und jetzt habe ich hier diesen schönen Rosé-goldenen. Ich kann euch den auch einmal schnell zeigen. Oh ja, der ist wirklich schön. Schön und weich und ach, ja. Der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Die Buffer-Pinsel benutze ich mittlerweile relativ selten, weil ich vieles jetzt mittlerweile mit dem Beauty-Blender mache. Aber ab und an greife ich trotzdem noch ganz gerne zu ihm. Und jetzt habe ich einen neuen, er ist Roségold und er ist wunderschön. So langsam aber sicher leert sich mein kleines Körbchen. Und ich würde sagen, wir machen einmal mit den Puderprodukten weiter. Und zwar, das erste Produkt hat mich schon angesprochen, als die ersten Promo-Fotos raus waren. Und zwar handelt es sich um den neuen Beach Bronzer von Urban Decay in der Farbe Sun Kissed. Alleine schon, weil dieses Palmen-Folien-Verpackungsdesign, es ist einfach ein Traum, auch wenn es jetzt hier absolut gegenspiegelt, aber man sieht es hoffentlich ein bisschen. Es ist wunderschön. Glücklicherweise befindet sich dieses Design auch auf dem Bronzer an sich. Hier sieht man es noch mal ein bisschen besser. Also ein wunderschönes Palmen-Design. Und der Bronzer, es gibt zwei Stück. Sun-Kissed und ich glaube nur Bronzed. Das ist jetzt hier, wie gesagt, der hellere Bronzer. Und da ich nur einen Bronzer im Allgemeinen besitze, dachte ich mir, dass es mal wieder Zeit für einen zweiten wird. Auch wenn dieser hier relativ rotstichig ist und ich als erstes wirklich Angst hatte, dass er mir zu rotstichig ist. Aber wenn man ihn wirklich nur ganz leicht und ganz vorsichtig aufträgt, verleiht er einem wirklich eine unglaublich schöne Wärme im Gesicht. Wie gesagt, also er ist wirklich, also zum Konturieren sollte man ihn nicht benutzen. Er ist wirklich ziemlich, ziemlich rot bzw. orangestichig. Ich weiß nicht, ob man hier jetzt, hier oben sieht man den Swatch so ein kleines bisschen. Also er ist wirklich schon sehr, sehr warm und eher weniger fürs Konturieren geeignet. Die nächsten zwei Produkte könnt ihr so in dieser Form leider, leider nicht mehr bekommen, da es sich um zwei vergangene MAC LE Produkte handelt. Aber wie ihr wisst, ich habe ein kleines Faible für schöne Verpackungen und vor allem für super schöne MAC LEs. Also bin ich mehr als froh, dass ich jetzt zwei lang ersehnte Schätze endlich in den Händen halten darf. Und den einen, für den einen, den ich euch jetzt zeige, musste ich sogar nicht mal was bezahlen, da ich ihn getauscht habe. Und zwar handelt es sich um den See Me, Hear Me Extra Dimension Blush aus der Alluring Aquatic LE. Also die Alluring Aquatic LE, die hat wirklich mit Abstand das interessanteste und schönste Verpackungsdesign und er ist einfach so wunderschön. So sieht die Farbe übrigens aus, also ein relativ
frostiges, ja, ein relativ frostiges rosa Pink, würde ich sagen. Also wunderschön. Und man sieht ja auch noch so einen ganz leichten Wellenprint. Und ach, das war einfach so eine schöne LE. Ich guck mal, ob ich von diesem Blush auch einen vernünftigen Swatch hinkriege. Oh, der ist auch super weich und samtig. Und oh, seht ihr, also ein wirklich wunderschöner Rotton. Über das nächste Produkt habe ich mich eigentlich noch viel mehr gefreut, da ich diese LE schon seit Jahren nachjage und nach so all meine kleinen Lieblingsprodukte eingesammelt habe. Und das war das letzte Produkt, was noch auf meiner Wunschliste stand. Und ich habe es endlich und oh, es ist so schön. Und oh, es handelt sich um den Bite of an Apple Matten Blush. War das jetzt richtig? Um den Bite of an Apple Blush aus der Venomous Villain LE. Und oh Lord, der ist wirklich der Wahnsinn. Allein schon dieses wunderschöne Disney-Design. Und ich bin sowieso ein Disney-Fan durch und durch, ein Bösewichte-Fan durch und durch. Und dieses Blush ist wirklich perfekt. Mal abgesehen von der perfekten Verpackung, der perfekten Aufmachung, den perfekten Promo-Veranstaltungen und was auch immer, die Farbe ist auch wirklich schön. Also ich habe keinen Blush, was auch nur ansatzweise so aussieht. Und ich bin echt froh, dass ich es jetzt habe. Ein wunderschönes, klares Rot, was hier jetzt noch ein bisschen heller erscheint als in Wirklichkeit. Aber wie gesagt, mal abgesehen von der tollen Verpackung, die Farbe an sich ist halt auch wirklich schön. Ich swatch euch das Blush mal. Es ist ein bisschen härter gepresst. Es ist eher ein bisschen, wie heißt es denn jetzt? Chalky. Kreidemäßig. Aber wie gesagt, wenn man erstmal genug drin rumgebohrt hat, kommt so ein richtig schönes Rot zum Vorschein. Und siehst ihr das? Ich habe hier irgendwie das letzte Blush mit dem Abschminktuch einmal dezent über meinen Finger geschmiert und aber wie gesagt, hier oben ist Bite of an Apple und der Farbton ist wirklich schön. Kommen wir zu meinen letzten beiden Produkten, die ich mir im Rahmen einer 20% Aktion bei Douglas gekauft habe. Und zwar diese beiden Produkte im Gegensatz zu den anders davor genannten, die mussten wirklich sein. Also die sind Sachen, die ich wirklich täglich verwende, die ich regelmäßig leere und die mussten, wie gesagt, wirklich sein. Und zwar handelt es sich zum einen um mein Puder, welches jetzt mittlerweile fast leer ist. Wobei, eigentlich kennt ihr das, ihr habt ein massives Hit the Pan. Ihr denkt, das Produkt geht innerhalb der nächsten 2 Tage leer, kauft panisch Nachschub und dann hält das Puder einfach noch so 2 Monate. Den Fall habe ich momentan, aber wie gesagt, 20% sind besser als überhaupt keine Prozente. Und da habe ich mir einfach schon mal in weiser Voraussicht mein Puder gekauft. Und zwar handelt es sich um das Poudre Universel Compact 30 Naturel von Chanel. Oh, das war jetzt ein langer Name und mein Französisch war wahrscheinlich furchtbar. Aber wie gesagt, das Puder von Chanel. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile mein drittes oder viertes Puder. Also ich bin mit dem wirklich sehr zufrieden, nutze das seit Jahren. Und ich kann euch das mal zeigen, aber Moment, die kommen immer in so doofen kleinen Säckchen, die ja prinzipiell ganz schön sind, aber die verschmieren einfach unglaublich schnell, weil das eben so ein ganz samtiger Stoff ist und gerade bei Puder sehen die einfach ganz schnell ganz eklig aus und meiner Meinung nach müssen die eigentlich nicht sein, aber naja, gehört halt zu Chanel dazu. So sieht das Puder aus, ist wie gesagt ein ganz helles Puder, welches sehr gut mattiert und ich nutze es seit Jahren und bin einfach hellauf begeistert, würde es mir immer wieder kaufen und ja, ich bin wie gesagt super zufrieden damit. So, bei meinem letzten Produkt handelt es sich ebenfalls um ein Produkt, welches fast aufgebraucht ist, jetzt aber irgendwie doch noch 3 Jahre hält. Und zwar handelt es sich um den Bobbi Brown Longwear Gel Eyeliner in der Farbe Black Ink. So sieht er aus, ist mein absolut liebster Gel-Eyeliner, den ich jetzt mittlerweile auch schon zum zweiten Mal nachkaufe. Lasst euch von dem Preis nicht abschrecken, der kostet glaube ich 25 Euro. Aber ich habe meinen seit November 2014 und jetzt geht er so langsam leer. Also er hält wirklich super und ich benutze täglich Eyeliner und der hält wirklich Jahre. So, den kann ich euch auch noch einmal aus der Verpackung holen. Wie gesagt, mein Alter, da
Ich habe zwar ein massives Hit the Pan, aber irgendwie, er wird und wird nicht leerer. Also das Produkt ist so ergiebig. Ich ziehe mir jeden Morgen einen massiven Eyeliner und er hält, wie gesagt, seit Jahren. Und so sieht er aus. Ist also ein ganz normaler, schwarzer, matter Gel-Eyeliner. Und ja, ich bin, wie gesagt, super zufrieden. Investiere gerne die 25 Euro, weil ich weiß, da habe ich einfach ein tolles Produkt, was alles aushält und was vor allem lange hält. So, das war er, mein kleiner, ein bisschen exzessiver Make-up-Haul. Ich muss sagen, ich habe es wahrscheinlich ein kleines bisschen übertrieben. Also es sind wirklich jetzt, wo ich das so alles vor mir sehe, echt viele Sachen. Aber ich habe da einfach so viel Spaß dran. Also ich probiere gerne neue Sachen aus. Ich experimentiere gerne mit neuen Lippenfarben, mit anderen Lippenfarben. Und oh, ich freue mich einfach über jedes einzelne Ding. Auch wenn ich dann am Ende denke, oh, du hast so viel, das reicht für drei Leben. Aber ich habe da einfach so viel Freude dran und ach, ihr versteht mich bestimmt. Und oh, allein schon die Sachen, wie sie jetzt hier liegen, sind auch gleich so wunderschön. Und aber wie gesagt, das soll es gewesen sein mit dem aktuellen Video von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr fandet die Produkte mindestens genauso toll wie ich. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine ganz schöne Woche und macht's gut.